Am Wochenende ging es sportlich zu in der Sparkassenarena. Denn der Basketball-Zweitligist Medipolis SC Jena veranstaltete mit der Unterstützung der Stadtwerke Jena-Pösneck die bereits 8. Auflage des Jena unter Strom 3 gegen 3 Streetball-Turniers. Fast 100 junge Basketballbegeisterte folgten der Einladung und traten in den Altersklassen U15 und U18 gegeneinander an. Es wird 3 gegen 3 gespielt in 10 Minuten stoppender Zeit. Also dadurch entsteht sehr hohe Intensität, schnelles Tempo, was man dann auch in den Spielen merkt. Also es ist hoher Druck, hohes Tempo, es geht sehr viel hin und her. Und es ist quasi das klassische Streetball, also auf dem Freiplatz, was heute leider nicht möglich war aufgrund des Wetters. Aber genau, schnelle Spielweise, 3 gegen 3, Einwechsler, schnell spielen. Im Gegensatz zum Vorjahr wurde der Stadtwerke Streetball Cup in diesem Jahr auf einen Tag verkürzt. Dennoch kamen die jungen Basketballer aus vielen Teilen Thürings und Sachsen-Anhalts an die Saale gereist. Und auch wenn viele der Spieler bei Basketballverbänden und Vereinen spielen, war es den Verantwortlichen wichtig, dass auch Hobby-Basketballer und künftige Nachwuchssportler auf ihre Kosten kommen. Es sind ja viele Verbandsteams da, wo auch ein Großteil schon bei uns spielen. Generell ist Streetball auch eher oft ein Ding, wo Leute schon selber im Verein spielen, beziehungsweise dann im Sommer vor allem die Möglichkeit des guten Wetters nutzen, rauszugehen und da zu zocken. Aber auch für Leute, die nicht im Verein sind, ist es auch immer eine Möglichkeit, sich zu messen, die in keinem Spielbetrieb gemeldet sind, sich zu messen und auch vor allem mit zum Beispiel jetzt Leistungssportlern mithalten zu können oder sich betteln zu können. Am Ende des Basketballturniers konnten sich die besten 3 Teams der jeweiligen Altersklasse über kleine sportliche Preise freuen. Und auch im nächsten Jahr soll der Stadtwerke Streetball Cup wieder veranstaltet werden. Dann mit etwas Glück wieder bei Sonnenschein und unter freiem Himmel.